Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder für euch da. Das letzte Spiel der ersten Season beginnt. Avalanche gegen Liga der Liegenden. Und Avalanche band direkt Swain. Schätze ich mal, ist gegen Max gerichtet. Als Support Swain. Weil ich glaube nicht, dass Floor viel Swain spielt. So, Aphelios band man ebenfalls bei Lidl. Ah, ist hier Rapid Fire Pick Belfaser. Und Cassiopeia, das ist glaube ich gegen Floor gerichtet. Alles Support Bands. Alles Support Bands. Caitlyn Support, da haben wir sie. Ja. Und Olaf, der gute alte Metaban. Und Avalanche greift sich direkt an. Das kann interessant werden. Das ist echt schnelles Pickband. Jetzt wird überlegt. Jetzt fangen sie an zu überlegen. Was machen wir, Jungs? Okay. Okay, wir sind so weit gekommen. Was jetzt? So weit, so gut. So, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht den Jungler für Leon oder den Support irgendwie zuerst pickt. Und mit Leon ADC wir erstmal noch offen lässt. Oder man pickt die Ryze. Auch gute Entscheidung. Ich glaube, Ryze kann man jetzt hier mit oder top flexen. Ich muss gar nicht, dass Lidl Ryze spielt. Ich glaube, Floor hat mal relativ viel Ryze. Oder halt mehr oder minder. Er hat ein paar Mal Ryze gespielt. First time ist es jetzt nicht. No. Ich bin nicht so auf den aktuellsten Stand, was Lidl eigentlich. Ist schon eine Weile her. Die guten alten Lidl News. So, man pickt Sejuani. Tank TUD im Jungle. Guter Tank, absolut ziemlich stabil gerade in der momentanen Meta. Und Leon spielt es auch relativ viel. No. Und man gibt sich den Jarvel und den Kasadin. Und Avalanche hat jetzt schon. Heieiei. Oh, also die ersten drei. Und Jarvel und Kasadin. Oh, letztens beide Games Kasadin gespielt, oder? Ich glaube ja, und er hat bei uns ziemlich durchgeruppt. No. In unserem Game. Das hat die Frage, ob man es vor Level 16 beenden kann, das Spiel, oder? Also allein von den ersten drei Champs würde ich schon sagen, dass Lidl hier Schwierigkeiten haben wird. Corki. No. Corki gegen den Kasadin. Corki wurde letztens schon bei Maxim angepriesen. Niedrigste Pickrate, niedrigste Winrate. No. Aber... Ist halt ein viel gespielter Champ. Corki ist halt das Problem, dass du mit Lane einfach die Lane überleben musst. No. Wenn du durchs Midgame kommst und einfach dein Scaling hast, dann ist es Corki absolut fein. Ist halt ungefähr so derselbe Plan wie Kasadin. Kasadin ist Corki Counter. Okay. Naja, ist halt Magic Damage Schild gegen Magic Damage. Stimmt, ja. Das könnte gefährlich sein. Ist halt so, wenn man halt versucht, dass halt, wenn es beides Late Game geht, halt beide Midlaner ungefähr stark sind, aber. Ich hätte mehr Angst vor einem Kasadin als vor einem Corki. Ab Level 16 so. Wahrscheinlich, ja. So, man band hier noch Max and Pike. Auch absolut gefürchtet. Wobei, er wurde ja auch wieder gebufft. Oder ist es auf dem Patch oder nächster erst? Die Ult Damage? Der Ult Damage, der gebufft wurde? Ach, Kasaku. Ich meine, Kasaku ist halt ein Zeilen. Das könnte die Corki eh abbrechen. Das stimmt. Die Gatling. Also, ich glaube, das wird echt kein schönes Matchup sein für Floor. Das ist halt neuer Farmzeit. Und dann halt vielleicht mit Sejuani. Lass mal. So, Miss Fortune. Sehr stark gerade. Ja, Jäger, es geht los. Es geht los. Und noch sind wir in der Pickphase. Noch geht's nicht los. Zu früh gehypt. So, Lidl. Was für eine Botlane draften sie sich zusammen? Vielleicht haben sie auch schon die Corki Sejuani Botlane gepickt. Wir wissen es. Saya. Und ich glaube, dass es jetzt Saya Rakan wird. Außer Avalanche beditzt sich den Rakan. Nautilus. Vielleicht. Das ist halt viel gespielt. Avalanche könnte halt auf Early gehen und Lucian nehmen. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel riskieren, weil sie haben mit Kassadin, Ornn und Co. Ja, also Jäger, allein von den ersten drei Champs bei Avalanche habe ich schon Angst, was Lidl gleich geschieht. Weil das sind halt. So, und der ADC. Man könnte theoretisch. Caitlyn ist gebannt, Kaiser ist gebannt. Ist viel gebannt. Jinx könnte vielleicht noch gehen. In der Comp. Oder Vayne. Geht halt wieder für das Late Game. Ist ja relativ Avalanche-Typ. Vayne ist natürlich schick. Also Avalanche ist halt wieder ein bisschen langsamer alles. Langsam gemächlich. Und
So sei er Rakan. Hat ich mir schon gedacht. No. So, Jungs, auf geht's, ab ins Game. Ich hab Vayne lieber Sivir. Ach, Sivir hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, holy shit. Ewig. Mein Vayne ist halt. Ist halt wie so, ja, ist einfach ein Skillchamp, wenn du so kannst. Dann absolut stupide. Aber in der momentanen Meta ist sie halt eher meh. Eher meh. So. An sich darfst du halt, kannst du halt mit Vayne nicht lane. Vor allem gegen Sayara kann, wird's halt schwierig. Ja, du hast keine Range, du hast nicht wirklich irgendwie. Brauchst du halt wieder deine Items. Damit du da viel anrichten kannst. Und du hast halt noch Nautilus mit dir, aber. Stimmt, Nautilus kann er schon. Sie gut enablen. Ja, aber. Macht halt auch nicht viel. Wenn dein AD Carry halt einfach tot ist. Das stimmt. Kann er einfach stirbt, das ist halt einfach an ihm vorbei dächt. Der Kaiser war gebannt. Sivir hätte man spielen können, aber. Sivir hab ich echt schon. Hat halt wahrscheinlich einfach gesehen, die. Holy shit, ist eben. Ja, na. Sivir noch Weile? Fast hier den Bronze 3 AD Carry spiele. Bronze 3 AD Carry. Ich hab keine Ahnung von den ADC Champions. Einen Chat fragen, die existieren für angehen. Mich gar nicht mehr in diesem Spiel. Sivir war legit jetzt Ewigkeit nicht mehr anwesend. Sivir wäre mächtig für Engage, aber ich glaube, da will jemand die Vayne. Plays machen. Wahrscheinlich. Muss das Highlight-Video nochmal umschneiden. Naja, kann noch mal schnell Solo machen hier. kann das ganze Game eigentlich mit rein. Ein paar Solo-Clips. Schön Solo-Kamera-Lock. Oder Floor dreht jetzt hier komplett durch. Oder Eddie. Ist halt die Frage. Oder Leon zeigt den Sejuani-Penter. No. Das wäre mal was. Das Full AP Sejuani. Jawohl. Die gute alte Full AP Sejuani. Ist nicht so schlecht. Ich glaube, das ist dann schon R-Tank gehen mit Sejo. Ja. Eher die fürs Meme-Potential. Aber dann für den Clear, ja, weil Jäger denkt richtig. Da denkt wer richtig. Leon und Florke. Ihr müsst ihnen mal ein bisschen mehr Glauben schenken, Leon. Mehr Glaube an die Leute. Der Flawless Fan Number One. Ja. Flawless Fanboy XX. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie jetzt Ornn gegen Ryze die Lane, wie die sich spielt. Ah, Eorus Wesen für Team Avalanche, guck mal. Was sind, glaube ich, gerade mehrere für Team Avalanche. Ich habe Glaube verloren, dass ich seine Sudoku-Caps gesehen habe. Hard Ornn-Fave. Nach Abyssal. Das sind oben top gegen Dings, ja, stimmt. Na, vor allem halt mit dem Jarvis. Stimmt, Abyssal und alles und dann, ja, das kann. Welches Matchup ist nicht unfavored heutzutage? Ich glaube, irgendwer countert ihn doch. Ich glaube, Vayne hat einen relativ guten. Ich habe aber Vayne Top Club gegen Ornn gespielt. Ich glaube, es war relativ gut. Niemand ja. Fand mehr als ich. Jawohl. Das ist die richtige Einstellung. Tops, also Top Club mit Kaza. Ich meine, stimmt, Ornn ist ja auch Magic Damage. Ryze, Kaza. Huf. Balance. Mit Avenge hat schon Möglichkeiten, die Vayne zu protecten. Ne? So Jarvan, Ornn und Nautilus. Das ist jetzt keine offene Tür, wo man durchgehen kann. So, Lidl hat halt die aggressivere Botlane. Können halt versuchen, was zu machen. Ich glaube, Lidl muss ich auf jeden Fall setzen, irgendwie die Botlane ins Rollen zu bekommen. Sache ist, Jarvan wird halt dann eventuell auch unten sein. Dann muss halt Sejo auch. Gerne. Ach so, sag mal zu. Also, wenn sie es halt offen. Ach, die hoffen auf den Late. Falsch gelesen, sorry. My bad. Can't read. Muss ich nochmal üben. Lesen Bootcamp. Shame on you. Nein, so eine Glocke bräuchte man noch hier. Bunting. So, gehen wir die Matchups durch. Ich könnte mir vorstellen, dass On-Top geht. Oder? Nee, nee. On-Mitte ist ja auch aufhängen, oder? Ich denke, es ist. Ich glaube, ja. Mitte kann man halt auch machen, weil du auch mit der Ult mehr Roaming Potential hast. No. Von der Midlane. Die haben halt jetzt oft getauscht, von daher, ich denke. Also, Kassadin oben gegen Ryze. Beide halt relativ scalend. Aber weil Kassadin gerade absolut busted ist und die natürlich die 5 Move mit Speed Nerf ihn sehr hart getroffen hat.
Ja, der nochmal extra genervt. Ich weiß nicht Oh, mehr, der? was Okay. das war. Ich glaube schon, ne? Auf dem Markt, ich bin mir nicht gerade nicht mehr sicher, was der nerft. Ich glaube, so viel war es nicht. Jetzt nebenbei. Er ist immer noch Kannst du busted. nochmal. So, Na, halt ist halt ab beide. Level 16 bist du halt nicht mehr wirklich erlaubt, League of Legends zu spielen gegen ihn. Aber davor geht's halt. Lilian muss halt Und versuchen, irgendwie so. normalerweise sollte es nicht so lange gehen, bis er halt Level 16 ist. Toplane oder wer, welcher. Ja. Also Lilian muss halt irgendwie versuchen, die scalenden Lanes, also Vayne oder Kassadin in den Griff zu halten. Und ihre eigenen irgendwie in Fort zu bringen. Mein Corki, der kommt übers Late gehen, der ist halt eh Laning Phase, vergiss es. Der ist da eh raus. Aber wenn Zaya und Rakan irgendwie steamrollen können oder der Ryze eher ins Late Game kommt, wäre das natürlich ein ordentlicher Vorteil für Lidl. Lidl muss halt versuchen, es einfach zu snowballen, vor allem über Botlane und dann Botlane halt hin und her mofen. Das macht ja Lidl generell relativ gut. Sie hat Botlane erhält kriegen und dann damit Vor die allem ganze Map. Max, der roamt doch ziemlich viel mit Rakan, also mit, allgemein mit allen möglichen Champs. Oder mit Rakan, der glaube Mobi-Boots oder sowas hat, dann kann er auch durch die Kante rennen und sprinten. Genau. Summoner-mäßig sind sogar gleich aufgestellt, jeweils zwei TPs. Da könnte man ein paar lustige TP-Plays sehen. Botlane ist bei Avalanche offen. Ja, im Allgemeinen schon. Also ich kann mir vorstellen, dass Avalanche vielleicht ein bisschen safer spielt. Aber Zaya hat halt so eine starke Early Lane. Du musst halt irgendwie versuchen, drum rumzukommen. Vielleicht sehen wir da ein paar Jarvan Ginks vom guten Emperor. Man muss halt dann Sejuani mit unten sein. Ist halt relativ offensichtlich, was der Plan ist. Stimmt Ich schon. meine, wenn du halt die beiden Lanes einfach scalen lässt. Ist halt entweder halt den Kassadin oder halt die Botlane mit. Aber ich Wenn würde halt man bei wahrscheinlich dann beides. eher Botlane halt versuchen und dann mit der Botlane gegen die Mitte was machen. Beide sind halt für sich auch ziemlich gute Win-Conditions. Also wenn man jetzt Na. nur Kassadin oder nur Vayne in der Head bekommt, reicht es halt noch vollkommen aus, das Game irgendwie zu gewinnen. So, punktemäßig. Der gute Sodo auf seiner Vayne immer noch im 100.000er Bereich, aber die restlichen stößen jetzt nicht allzu doll raus. Aber na gut. So, Game Nummer Uno des allerletzten Games der ersten Season. Ich würde gerade sehr gerne ratschen, audiert Leon. Ich kann mir vorstellen, er ratscht gerade innerlich für euch. Vielleicht kann ich ja mal ein paar wunderschöne Ratschen in den Chat wünschen. Weil ich sie gerade nicht machen kann. Das wäre toll. Und dann ist doch 100%, komm. Was warten die jetzt hier? Jawohl, let's go. Komm, 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 komm. So. Erstes Game des letzten Games, wie man so gut sagt. Und die Partie beginnt. Na komm. Ja, schon mal falsches Item. Nein, mein gegen Corki, ja, das Pokes könnte gehen. Und Lidl scheint für den Way zu gehen. Oder zumindest passiv zu stehen. Man geht refillable. Ja, gut, schön, machen mit Leben und noch mehr Damage auf den Order Attacks. Wer pinkt denn hier? Mann. So, Lidl zu 5 jetzt in dem kleinen Busch. Wenn Nordat es da einen Schritt zu weit nach vorne geht, ist das das Ende für ihn. Knallige Bruno. Die gute alte Alge. Schön, der Trash-Talk bei den beiden Teams ist vorhanden. Gefällt mir. Ich sehe gerade, ist Krobon schon immer Support bei Avalanche? Ja. Okay. Das ist schon immer. Wer letztes Mal, glaub, Mitte. Ah, egal. Stimmt, nee, nee, stimmt, ich bin richtig. Nee, Nee, Hybrid. nee, nee, ich bin Nur richtig. Hybrid und Kreisch oder halt Melno. Ja, nachdem. Da war ich gerade falsch. Darf ich jetzt vorher gegönnen? Ja, darfst du, Bruno. So, Ryze faked den oder hat den Toplane Buff für Lidl schon mal gesichert. Und Midlane beginnt der Poke. Der kleine Beginn eines großen Ganzen.
Muss noch Kasadin und Ornn tauschen. Oh, stimmt. Wegen den Lane. Ja, jetzt doch. Haben doch getauscht. Ah. Mach mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass Sejo vielleicht in die Mitte oder Botgang macht. Aber mit Sejo brauchst du auch erstmal ein Level 3. Ne. Bevor du da viel machen kannst. Sind halt beide gerade. Halt komplett. Komplette Seite. Ja, und da kommt der Engage. Knock-up verfehlt leider, aber man kann ja wieder raus. Der wunderschöne Vorteil einer Sayarakan-Lane. Man hat eigentlich keinen natürlichen Feind, ne? So, Toplane hat halt noch der Ryze die Nase vorne. Wegen Range gegen Melee. Ich glaube, es ändert sich zu dem. Oh. Schaden von Ryze ist vorhanden. Ja, mit Ornn kann man halt trotzdem relativ gut missplayen, wenn man manche Sachen nicht ganz so macht, wie man sie machen soll. Da kommen die Engage jetzt mal. Mach was. Sei ja Racker. Sind halt beide Jungler gerade noch am. Obwohl, ne, nicht am Volkzieren. Jarvan hat jetzt nur Level 3. Okay, Kane braucht halt auch Level 3. Also beide Jungler versuchen erstmal Level 3 voll zu kriegen und jetzt scheinen sie sich zu treffen. Und da kommt schon der Engage von Ornn und der Schaden. Ei. Der Kampf um die Languste beginnt auf der Topseite. Das kann halt eigentlich Avalanche nicht nehmen, den Fall. Ne, Flo kann da auch rotieren. Da kriegst halt mit Kasadin und Dingens kein Fehlt wieder. Das ist halt schwierig mit dem Tambo. Bestimmt, klar. Das ist ein ziemlich guter Pick. So, Sejo könnte jetzt Mitte kommen. Aber die Wave steht halt absolut garbage gerade für den Gank. Und Jarvan ist Botzeit unterwegs und Lidl steht gerade gar nicht gut. Aber Max ist schon, ist smart genug und geht schon mal rein und sieht ihn jetzt auch. Und der Rest von Lidl rotiert. Corki und Sejuani kommen. Aber Jarvan kommt ohne Probleme raus. Botlane scheint man jetzt hier eine Trap zu versuchen. Wenn Lidl sich jetzt beherrschen kann, ist alles gut, aber wenn sie jetzt sich baiten lassen von der Vayne, nimmt das kein gutes Ende. Ah, Jarvan geht doch lieber seinen Farm weitermachen. Ryze hat ja Nase top nach vorne. Aber Ornn braucht auch erstmal seine Abyssal Mask. Und Ryze braucht ja auch Restitier, bevor er halt wirklich richtig nervig wird. So, Floor kassiert natürlich schon ordentlich. Der erste Drake kommt doch bald. Das ist ein Infernal. Was ist dein Tipp, Flori? Was sehen wir wieder für eine Seele? Na, hoffentlich nicht wieder Cloud. Aber Windkanäle sind noch so interessant. Was hat man denn heute noch nicht? Also, wir hatten Windkanäle und Mountain. Wind und Mountain hattet ihr, ne? Dann also können wir ja mal Ocean. Dann können wir auf Ocean hoffen. Auch wenn ich Ocean nicht mag. Flori sagt Ocean. Wäre natürlich für Evelyn, ich glaube, zum Vorteil wegen Ornn und Kasadin. Wegen Mana und Leben Region. So, und die Jungs sind momentan noch absolut. Oh, Mitte ist ein Gate von Kasadin. Und oh, da zeigt sich der Schaden schon. Holy shit. Und langsam versucht man was. Sobald man seine. Ja, ich meine halt die Seele vom Ocean, genau. Marion. Das kam, glaube ich, falsch rüber, es tut mir leid. Ich meinte die Seele. Oh, da kommt der Engage! Da hat Flo überhaupt nicht mitgerechnet. Kasadin nimmt sich somit den ziemlich soliden First Blood Solo Kill. Da hat Flo gar nicht mitgerechnet. Komplett aus dem Nix kam der Engage. Leon, das ist Moldaiber, der gerade Sejuani spielt. Oder Flori, der jetzt dabei ist. Das meinst du, Entschuldigung. Knockup verfehlt wieder. Und Sejuani ist aber auch Bot und Vayne muss flashen. Oh. Und da kommt Ornn. Und Avalanche hat richtig Lust da reinzugehen. Und sie müssen flashen. Oh. Genau. Oh, okay. Und das geht ja ab. Haufen Flash. Kann, aber Kasadin ist jetzt ebenfalls da. Kasadin ist hinter die TP'd. Kasadin ist auch da, man will wahrscheinlich jetzt die Wave reinpushen. Aber diven tut man nicht. Meriwand Flo heißt auch Leon.
Also, kannst du gut merken. Name. Die guten alten Namen. Ich struggle damit auch manchmal. Man kriegt halt jetzt von Evidence den Flu. Du heißt auch. Nee. Entschuldigung, Giga. Ich heiße auch Leon. Leon. Zu viele Leons. Tut mir leid, Leute. Oh. Kann man so gut merken. So, ein Norden ist ziemlich deep und Floor. Die kommt einmal. Eddie muss reinflashen. Stun trifft die Saya. Sie kann nicht hinterher. Aber Floor chase die Vayne noch weiterhin. Oh, der Schaden. Oh, die Rakete verfehlt. Die hätte sie, glaube ich, gekillt. Und Lidl ist ja gerade ein bisschen zu deep. Oh, Rakan kommt noch raus und sie kriegen. Oh, Lidl kriegt. Die Federn. Oh, Nautilus. Und Ryze ist halt die ganze Zeit friedlich am Farmen. Hat halt zwei Platings fast bekommen. 58 zu 35. 20 die erste Hit. Bisher deutlich zum Vorteil von Ryze. Heißt Nils nicht auch Leon? Bruno hat mich erfasst. Nein, er ist gut. Wer heißt denn nicht Leon? Olaf. Olaf. Olaf heißt nicht Leon. Wer heißt denn nicht Leon? Sind wir ehrlich, wer heißt nicht Leon? So. Mein Ohren würde denken. Kannst dich ja bewerben. Ja, ja. Musst du an die Hochschule kommen. Aber nicht gegen mich. Das wollen wir jetzt sehen. Merivan gegen Jäger. Show match, 1v1. Könnte ich mal ganz kurz auf die Gold-Difference gucken, die sich der Ryze schon erarbeitet hat. 600 Gold nur durch Farm bisher. No. Also wenn jemand sagt, Farm ist unwichtig, ne? Ihr habt den Beweis. 600 Gold. Genau, stimmt. Plating. Nein, bitte. Ich meine, es war eine Plating. Ja, übertreib's nicht. Farm wird überbewertet. Es ist nur eine Plating. Trotzdem 600 Gold. Mit knapp 30 Farm und Plating. Ja, Merivan, du bist der Ordnung, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Ungeschlagen. Ja, Corki hat doch jetzt auch sein Package, ne? Das hört man gar nicht im Spectator. Stimmt. Oder, wenn es aufgehoben ist? Aber Corki hat Package und er scheint Bot zu rotieren. Und Evelyn steht gerade extremst gut dafür. Aber sie sehen ihn. Ja. Und Flo hat jetzt das Problem, wenn er jetzt Mitte reingeht, dass German als Backup da wäre. Aber er geht es ruhig an. Und Kassa hat jetzt auch mittlerweile schon einen Kill. Also ich glaube, das Game ist nicht mal ansatzweise entschieden. Nö. No. Vor allem nicht mit so viel Scaling. Jetzt können wir sitzen wieder bis 1 Uhr morgens hier. Ich glaube, ein paar haben sogar morgen Prüfung. Ich glaube, Eddie hat glaube morgen Prüfung, also der ADC von Lidl. Und der gute Oliver hat ja auch Prüfung. Ja, was ist denn anfangen? Ryze ist weiter am Farmen, was das Zeug hält. Oh, das war ein gemisster Kennemi. Flori sieht alles. Ja. Ich sehe das, weil ich sie selber. Und jetzt kommt der Botlane Dive. Oh. Sejuani fällt, trifft zu halb. Knockup sitzt aber und das da ist. Da machst du nix. Absolut clean Kill of Vayne. Das ist die ganze Gang. Gut executed von Lidl und vielen Dank an die Hochschule für den Host. Vielen lieben Dank. Dann läuft es doch ein bisschen anders, als wir es vermutet haben. Ist nicht die Botlane, die Head kommt und rummuft, sondern alles kommt zur Botlane. Alles kommt zur Botlane. Wayne's Botting. Weil wenn die Botlane von allein nicht vorankommt, muss man sie halt dazu zwingen. Gute alte Wayne's Botting. Und jetzt kommt der Midlander, und Kassadin ist viel zu tief. Das Stun von Sejuani sitzt und man kriegt ihn. Wichtiger Kill für den Corgi. Hat er wahrscheinlich nicht respektiert, dass sie wieder zurückkommen, nachdem sie roam gehen. Ja, die becken doch eh. Alles gut. Ja. So. Ja, wie arbeitet jetzt Avalanche mit dem Verlust, den sie gerade gemacht haben, ist die Frage. Vayne Spotting sagt mir gerade nichts, Jäger. Was meinst du mit Vayne Spotting? Was war das? Flori, klär mich auf. Weiß auch nicht, wo es original herkommt. Ich kenn's nur. Okay. Formvorteil beim ADC ist auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo es den Ursprung hat. Hm. Mit den Jarvan ist jetzt in einem ganz schön gefährlichen Gebiet für den Corki.
Aber er kommt mit seiner Wehrmacht. Vor allem jetzt ohne raus. W, wenn er jetzt wieder vorläuft. Das stimmt. Das könnte gefährlich sein. Hat Java will nicht. Ziemlich gut. Die Lilo scheint jetzt den Drake angehen zu wollen. Es ist der Ocean. Das heißt, wir sehen wieder Windkanäle oder Mountain. Super. Toll. Verdammt. Ist nicht wahr geworden, Flori, dein Wunsch. Aha. Man kann nicht alles haben. Na, Lidl macht direkt den Drake. Ich zieh ihn noch ein bisschen raus. Avalanche auch keinerlei Vision da, da ist alles dunkel. Drake nehmen sie sich mit Leichtigkeit mit. So, Corki mittlerweile auch schon Trinity Force fertig. Also der Power Spike geht jetzt los. Na, Rise und Corki halt so ihre ersten Items fertig. Mhm. Krass, aber auch schon Tier of Ages, auch, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Vayne erst so, wenn sie Brock und Rage mit fertig hat, erstmal richtig loslegt. Ah, es wird halt noch eine Weile down. Das hat einen langen Baum damals vom Krieg, so sie damals vor dem Krieg. Aber wenn die Button Riven, wenn man die. Ah, okay. Ja, interessant. Okay. Dankeschön, Lehrer, für die Aufklärung. Wir wollen ja auch was lernen. No. Langsam hat der Horn auch seine Items locker besitzen. Ich glaube, der prozentuale Schaden haut ordentlich rein. No. Aber dann ist halt keine Schutz mehr vor dem Root. Mainz-Patienten oder so. Wow, okay, klingt cool. Klingt interessant. Aber was ich bei Orange gerade nicht verstehe, Ryze ist halt ohne Probleme da so weit vorne am Tower. Und Jarvan geht halt nicht wirklich hoch. Denn vielleicht hat einfach Avalanche Kreisch gesagt, yo, ich chill da oben einfach eine Runde. Braucht wir nicht ganken. Oh, ein Midlaner, der noch Blue-Buff bekommt. In Season 10. Was hier los? Was jetzt ist Flora ganz schön confident unterwegs. Und Rakan ist ebenfalls da. Guter Roam von Max. No. Aber kriegt den Flash von Kassati. Kriegt immer den Flash. War ich auch ziemlich gut, wenn man da rausbekommen hat. Ein Scoring-System, was einschätzt, wie brutal das Play von der Vayne war. Meine Frage, was für eine Edo-technisch sind so alle so zwischen ziemlich Gold gut. Und dir. Also relativ ziemlich gut gleich auf an sich. Oh. Also sind ziemlich even. Also so Platin 3 bis Gold. Ich meine, seit gerade das neue Season. Also Ranks sind eh absolut überbewertet. Was da angezeigt wird. Oh, der leidet da oben. Der hat keinen Spaß. Und man versucht jetzt hier die Vayne zu trappen. Avalanche hat keine Vision in den Busch. Und Vayne ist jetzt sehr weit vorne. Lidl geht rein unten. Und da sitzt der Knockup. Alles sitzt. Perfectly executed. Drückt man die Vayne ab. Kassadin geht jetzt ebenfalls rein. Der Schaden von dem Kassadin. Hoho, Flor muss ich in Acht nehmen. Geil, maximal Dia ist. Die ganze Hochschule ist Proxen. Jetzt müssen wir da. Bot, den holt mir jetzt den First Tower. Zodo hinter dir. Hast du das Vayne Gameplay? Das gehört dazu. Ja. Ja, es wird noch besser. Scaling kommt. No. Just scale. Just scale. Die ganze Base sind drüber. Just scale. Der Vayne pickt noch bestraft. Ja, ich meine, Vayne ist halt auf der Lane echt nicht angenehm zu spielen. Das macht Lidl schon ziemlich gut. Und Midlane gibt es jetzt einen Fighter. Knock-up geht knapp daneben. Oh, und Jarvan geht rein. Sehr confident. Das war nicht seine beste Idee. Okay. Oh, gut gemacht von Eddie. Jo. Gute Flash-Hold. Mann, wenn ich bin vielleicht beim Wenn aus, als wäre es. Was er hat noch Flash. Ne, er hat noch Flash. Hast du echt so aus irgendwie? Hab auch gedacht. Und da haben wir das J4-Meme. Schön. No. So, und Eddie geht jetzt aggressiv gegen den Kassadin. Oder schade von dem Kassadin. Man kriegt die Sire Seed. Das ist gerade ganz schön knapp für dem Eddie. Und er stirbt sogar durch den Ignite. Oh, Kassadin stirbt dann nicht. Oh, Kassadin. Oh, der flieht hier. Oh, den bin ich jetzt. Alter. Aber Nautilus scheint den Rakan so low. Der Red Buff Nautilus. Oh nein. Okay. Nein. Aber hat glaub gleich wieder Hook ab und Kassadin. Oh mein Gott. Gibt den Kill noch Kassadin. Ah ey, das war jetzt echt nicht schön für Lidl.
Perfectly calculated. Da war auch, glaube ich, auf der Seite ein 350er Shutdown. Geht zwar in den Nautilus, aber trotzdem nicht schön. Also hier ist der Typ, der vor den Autos wegflasht. Schön. Irgendwann wird es funktionieren. So, Korken jetzt Botlane ziemlich weit vorne. Und er hat, glaube ich, noch seine Wehe. Er ist halt 4 Level ahead. Halt über der männliche Head, aber. Ja, aber gegen Jarvan und Naughty kann man auch nicht viel machen. Ne. Okay, ich muss jetzt erstmal versuchen, wieder ins Game zu kommen. Einfach töten. Können wir ganz kurz auf die allgemeine Geldverteilung gucken. Saya 1700 Gold vorne gegenüber Zervain. Midlane, der Korki hat nur ein 100 Gold Lead, das ist jetzt nicht allzu betöbend. Aber Jungle ist dann schon wieder ein bisschen aggressiver mit 1200 Gold vorne. Und jetzt gibt's einen Fight beim Drake. Man kriegt noch einen Nice Dive auf die Vayne. Einfach kurz Vayne gelöscht. Komplett raus. Man kriegt sogar Jarvan Ult 3 Mann, aber. Na, Kassa den hat Saya. Lidl zerberstet Avalanche gerade komplett. Da kann es mutig. Ist aber nochmal confident. Mountain Drake geht an Lidl und man klaut Kassadin und drückt R. Ja. Der sollte da rauskommen. Aber Rise Ult kommt, glaube ich. Oh. Und ich glaube, Kassadin kommt auch nicht raus. Ne? Na, das reicht nicht. Da kriegt man den Kassadin noch. Wahrscheinlich kann man auch noch. Obwohl für den Turret ist ein bisschen. Der generelle Schaden bei den Teams war der holy shit. Das war saftig. Wayne gespottet. Oh, Wayne fliegt halt komplett. A little focus Wayne. Mein Nautilus hat es noch gut versucht, sich halt vor den ganzen Engage zu werfen, aber die Wayne wurde halt trotzdem einfach gelöscht. Da muss Lidl jetzt halt aufpassen, dass man, wenn die Wayne nimmt man gerade echt gut raus, aber wenn der Kassel trotzdem das Geld hat, man halt ein Problem. Also nur die Wayne jetzt komplett aus dem Spiel zu nehmen, ist glaube ich nicht die beste Lösung. Aber vielleicht ist es ja ein Ansatz. Xayah hat halt doch jetzt gerade keine Ult. Ich glaube, wenn die dann noch Ult hat, dann ist halt. Und nochmal eine andere Geschichte. Stimmt. Das wurde ja mal relativ stark genervt, der Ult Cooldown. Das ist halt nicht jeden Fight ready ist. Insane lange. No. Der Blue geht wieder an den Korki. Vayne Tischen ist keine Lösung, aber immer eine Antwort. Schön. Finde ich gut. So, ich glaube, Korki kann auch ohne Probleme Vayne unten machen. Da muss Soto ein bisschen aufpassen. Das war nicht so tief für jetzt. Geld auf den Rice und Kassadin. Also langsam wird er gefährlich. Und Lidl macht, glaube ich, gerade Terrell, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und Avalanche kann von Wind bekommen. Und man muss den Herald, glaube ich, jetzt. Korki TP dazu. Man ist ein Überzahl, weil Wayne ist vorne. Ah, Jarvan kriegt den Smite, aber Lidl fightet den Fight. Man kriegt die Saya raus. Korki jetzt mit beiden Tanks beschäftigt. Jarvan auch da und Korki lebt noch. Und Nautilus ist jetzt die letzte Brandung. Das ist halt, das ist halt quasi Haufen Tode vor dem Baron Pit. Aber man also möchte nicht. Ebenfalls raus. Und Lidl chase die Jungs nochmal hinterher. Man hat nur einen Kill gekriegt. Sah echt schlecht aus für Avalanche. Aber es sind nochmal irgendwie alle rausgekommen. Hat sogar 1 zu 1 getradet. Ich dachte, da wären gerade mehr gestorben. Man trifft Knockup auf Nautilus, den kriegt man jetzt safe. Lol, ich hab einen Emote. Jawohl, Jäger, Ratsche! Ich würde es gerade gerne drehen, aber Leon hat die leider. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und da kommt der Flash Engage auf den Drakkar und der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Nice, hat Flash. Ja. Oh, man trifft doch über die Wand. Jarvan geht vor. Ah, da kommt raus. Und ich glaube, Sitchu ist gerade im schlechten Spot. Welcher Leon? Alle. Alle Leon. Mein anderer Co-Caster. Ich hab Moldiver. Eine 200 IQ Idee. Oh Gott, ich hab Angst. Oh. Flagster hat eine 200 IQ Idee. Jetzt kommt's. Wir nehmen einfach den Kassadin und schieben ihn woanders hin. Kauft einfach noch einen. Okay. Das zweiter ist, Ratsche. Mach mal Spendenziel. Weithändisches Ratsche. Mach mal Spendenziel. Eine was. Eine Ratsche. Ja. So eine Riesenratsche gibt's bestimmt. Double Time. Schön. So, Jarvan nimmt sie noch den Red. Das war weird. Vayne traut sich da noch nicht an den Red ran. Und ADC Geld momentan 8100 für Saya und 6400 für Vayne. Also momentan ist Vayne noch in einer ganz anderen Kluft unterwegs. Mal sehen, ob sie den Weg in die sie erfindet. Ratschakimbo.
Ich sehe schon, ihr habt den Spirit, ihr habt ihn verstanden. Finde ich gut. Finde ich gut. Die Hochschule hat uns gehostet. Vorhin. Glaube ja, ich, oder? Host ist noch da. Ja, doch, doch. Bin mir ziemlich sicher, dass es uns war. Der Hochschulhost war da. Natürlich nochmal echt schön. Bei Volten THD nicht. Wahrscheinlich waren die da beschäftigt, keine Ahnung. Ich meine, das Game jetzt ist eh spannender und wichtiger Fall. Es geht ja immer um den zweiten Platz in der Tabelle. Ich setze mal Donation Goal auf für die zweite Ratsche. Sorry, war nix. Ja, alles gut, Axel, kein Problem. Kein Problem. Das ist ja jetzt das wichtige Game. Und Lidl möchte, glaube ich, jetzt einen Fight beim Drake forcen. Lidl geht vollkommen rein. Man sieht den Cassian nicht. Ne, den Jarvan meine ich. Man chase den Nautilus und Avalanche kann gerade nicht viel machen. Man kriegt den Kraken nochmal weg. Lidl geht weiter rein. Und, sie trauen sich nicht ganz rein. Das nehme ich jetzt persönlich. Und Ornn kann mittlerweile. Die Ult. Und Ryze. Aber krass, wie Ryze die ganze Zeit die Lane gewonnen hat und ohne ihn jetzt trotzdem fast killen kann. Schon belastend. Nehme ich jetzt mal sehen. Ja, sorry, Jäger, tut mir leid. Und Drake ist jetzt frei. Man divet auf den Corki und man kriegt die Xayah auch. Xayah deutsche Knockup in die Federn. Ziehen komplett durch. Und jetzt halt Kasadin. Aber er kommt nicht nochmal zu Boden. Oh, Vayne macht Schaden und Vayne schafft. Oh mein auch Gott, sie leben alle so knapp. Wunderschön. Wunderschön. Lida hat den Teamfight gewonnen. Das aber sollte, oder? Machen sie selber? Was für eine Abmessung. Schon. Ich glaube ja. Die haben den Schaden dafür. Ist halt echt gerade extrem unlucky für Avalanche, aber es macht Lidl echt gut momentan. Sei einfach, war gut gespielt auf jeden Fall. Ja, das war echt gut. Eieiei. So, Lidl holt jetzt Baron. Danach wird wahrscheinlich aber der Backport kommen, um einmal alle Items aufzufrischen. Oh, haben wir echt gegen Avalanche verloren? Weiß ich nicht. Wir haben dämliche Fehler gemacht. Oh, so ich glaube, es ist. Na, Wolf muss dann mal noch. Ich muss mal in der Pause nach dem Spiel mal was nachgucken wegen den Tabellenplätzen. Okay. Weil ich glaube, es ist so, dass so das Team, was hier gewinnt, ist halt Zweiter und das, was verliert, ist Vierter. Oh, sogar Vierter? Ja. Weil quasi wir von Ulus sind halt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Axel gemeint hatte, aber ich glaube, er ging halt nach den verlorenen Games und halt das Team, was verliert, hat halt dann 6 verlorene Games. Und das ist halt dann mehr, weil wir nur irgendwie 5 sind. Aber ich muss nochmal die Regeln gucken. Das ist natürlich tough, so Zweiter oder Vierter ist jetzt natürlich, Noch schlechter als Avalanche. Ja, jeder macht Fehler. Aber Avalanche hat immer noch Kassadin und Vayne. Jetzt kommt der Engage von Avalanche wieder. Oh. Und man trifft alle, aber Avalanche sucht gerade. Avalanche sucht die falschen Fights. Aber Vayne hat halt nicht mehr Damage für den Rakan. Das und da kommt Kassadin. Oh, aber Kassadin ist halt gespottet. Weiß High, Theme starts playing. Lidl holt sich den Tower und Avalanche darf diese Fights eigentlich nicht forcen. Sie brauchen Scaling. Weil Lidl ist momentan mit Baron, vor allem noch mit Baron Buff. Ei. Kassadin spotting. Hell yeah. Kassadin spotting. 10 auf 5 Ratsche mit Wunschgravur. Jawoll. Schicke Wunschgravur. Ja, ist mit den, wie es funktioniert mit dem Ranking, habe ich verstanden. Das ist nur irgendwie gerade schwer, es aus der Tabelle rauszulesen. Ihr genau könnt mal aus Ausrufezeichen HSMW Liga machen. Dann habt ihr die Tabelle, dann kann man wer nachgucken. Das ist ja so. Nur von dir, oder? Das ist ja nicht die genauen halt, wie viele Spiele verloren. Ich weiß ja, mal alles nachgucken kann. Okay. So, Lidl jetzt nach oben unterwegs? Nee, soll dann mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn es ein 2-0 ist, ist es auf jeden Fall so. Wie es bei 2-1 ist, weiß ich nicht. Im Botlane kann der Ryze auch vollkommen alleine siegen. Die Toplane geht ebenfalls durch. No. Da ist die Tabelle. Okay, das ist doch das.
So, Ryze kann jetzt halt da unten, das ist so gut gerade für Lidl, dass der Ryze da unten komplett die Lane beschäftigt halten kann. Weil eigentlich müsste der auch nach oben rotieren, wenn sie den Fight gewinnen wollen, aber er muss auch unten deffen. Das ist gerade so ein kleines Dilemma. Also er will den Shot gerade und wird gleich auf jeden Fall viel verlieren. No. Gott, der Innip sollte gleich down gehen. Ah, ne, Moment. Ist noch relativ helfen. Oh, Ryze zerruppt den Ornite komplett. Holy shit. Oh. Ryze solo killt Ornn. Und kommt dann aber. Ah, der Lockup sitzt. Nee, ich schaff das nicht. Ryze nimmt man hier raus. Der sieht fast einfach nicht auf. Aber jetzt kommt der Rest von Lidl. Oh, ne, Moment. Ah, Saya gegen Jarvan und Vayne schmeißt die Ult an. Vayne kommt an. Ich glaube, Saya hat keine Ult mehr. Kassadin gegen Strani. Vayne, deutsch den Knockup. Charm trifft, Corki macht aber genug. Wenn halt Kassadin hinter ist, kann man halt einfach aggressiv nach vorne. Und jetzt kommt Kassadin von hinten. Wie das ist halt schön, man kitet halt den Kassadin in das Gegnerteam rein. So, wie re-engaged man jetzt die Frage an der Charmin misst den Knockup, wird selber genockupt. Und das war's. Das soll's gewesen sein. Ah. Wunderschön. So möchte ich League of Legends sehen. Gutes League of Legends. Absolut solide runtergespielt von Lidl. Schön gemacht. Erste Game geht somit an Lidl. Sauber. Sauber, richtig. Sauber ist der richtige Ausdruck. Gutes League of Legends. Boah, das kann gar nicht sein. So, Damage Grafen nochmal ganz kurz angucken und Kassadin springt da nach vorne. Hm. Aber bei Lidl ist das, glaube ich, eine ordentliche Teamleistung. Ryze hat super performt. Flawless hat gut performt. Und Eddie natürlich auch. Das hat Lidl als Team gewonnen. Das wollen wir natürlich auch sehen. Wir wollen ja hier keinen Solo-Carry haben.